Ja, aber die Freifahrtoption wurden freigeschaltet. Siehste? Hast du gut gemacht. Siehste? Ach, jetzt. Die Besuch fand ich nicht schön. Jetzt kommt ja erst noch das Hotel Corleone. Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Aber die wollten Sarah vergewaltigen. Die Bullen sollten mir dankbar sein. Ich weiß, aber der eine, der entkommen konnte, wird Ärger machen. Was? Wir haben keinen entwischen lassen. Sie sind alle tot. Einer lebt. Sie haben ihn aus dem Autowrack gezogen. Scheiße. Der eine Tote war der Sohn eines Stadtrates, ein Freund des Bürgermeisters und Morellos Komplize. Und der überlebt hat, wird sich beim Stadtrat ausheulen. Daddy hat seinen Sohn nicht gerade geliebt. Aber in solchen Fällen kann ein Mensch sich an viele schöne Dinge erinnern. Nebenbei, heute ist seine Beerdigung. Zu dumm, dass ich keine Zeit habe. Du hast Glück, dass der eine nicht weiß, wer du bist. Und dich nicht verpfeifen konnte. Aber deshalb bist du nicht hier. Tom, heute habe ich einen ziemlich heißen Job für dich. Komm, steig in den Wagen. Keine Zentralverriegelung. Nee, wie mein Auto. Jetzt funktionieren die Türen. Der Inhaber eines der Läden, in die der Don viel Geld investiert hat, hat plötzlich vergessen, wem er dankbar sein muss. Und ist bei Mr. Morello angestiegen. Morello will anscheinend herausfinden, wie weit er gehen kann. Aber da spielen wir nicht mit. Also, was läuft denn? Wir haben den Schuppen in die Luft. Was? Was ist das für ein Laden? Ein Hotel. Das heißt, es ist ein Bordell, Tom. Aber kein normales Freudenhaus, sondern eins für die Typen aus der feinen Gesellschaft. Und ich soll die wirklich alle ausknipsen? Natürlich nicht. Wir liquidieren nur den Besitzer und zünden sein Büro an. Das müsste genug Warnung für die anderen sein. Wir heißt in diesem Fall ich. Stimmt's, Frank? Ich nehme mir den Typen vor und ich jage das Hotel in die Luft. Genau. Und da ist noch eine Sache. Genau. Eines der Mädchen informiert Morello über unsere Aktivitäten. Die müssen wir auch eliminieren. Frank, ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, was? Hier ist ein Foto von ihr. Schicksal. Sie ist niedlich. Kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, dass sie es ist? Leider, ja. Ihr loses Mundwerk hat uns einen Haufen Geld und ein paar Männer gekostet. Warum machen das nicht Polly oder Sam? Weil sie jeder in dem Laden kennt. Die wären tot, bevor sie überhaupt reinkämen. Und wie ist der Plan? Es ist das Corleone Hotel, Downtown. Find den Boss und leg ihn um. Mach's ruhig ganz offen, das soll ja eine Warnung sein. Dann kümmerst du dich um das Mädchen. Das Büro des Besitzers ist im obersten Stock. Schnapp dir, was du an Geld und Dokumenten finden kannst, und leg dann den Sprengstoff. Das musst du nicht auch sagen, was ich gemacht habe. Das wird kein Picknick. Boah, sieht das scheiße aus. Aber wenn wir uns jetzt umkümmern, sind wir die Nächsten. Ich muss noch weiter drehen. Vielleicht hast du recht. Die Waffe und der Sprengstoff sind hier im Auto. Viel Glück. Ich geh gerade einfach mit offenem Mund an. Denk mal einfach, was ist soll ich das denn? Da gibt's doch ein bisschen... Boah, Alter! Also, um zu erklären, was ich gemacht habe, ich habe mein... Er hat sein Pony gedreht irgendwie, das sah echt so kacke aus. Und hat ihn dann nach unten gemacht, sodass er quasi auf seine Nasenspitze gezeigt hat. Und das sieht mit seinen Geheimratsecken noch schlimmer aus. Wenn er dabei noch sein Kinderständer-Lächeln drauf hat. Ich hab Bonbons in meiner Tasche. Willst du mal reingreifen? Ich zeig dir mal, was ein richtiger Hase ist. Jetzt ist das Haus wieder weg. Ja, wir haben gesagt, hier, mach kaputt. Und hast du scheinbar gemacht in der Nacht, bis auf Telefonzelle. Nacht-Telefonzelle. Mülleimer. Zitronenschale. Ja, nee. Ich hab ne Handbremse. Ja. Aber in Wirklichkeit fahre ich nicht so. Ich bin in Wirklichkeit ein richtig zurückhaltender Fahrer. Das stimmt, ja. Aber er meckert viel. Er meckert über alles. So ganz normaler Verkehr, wenn man mal abbremst. Ne? Immer, mein Gott, fahr doch, Opa. So wie, also jetzt, wie jetzt gerade nicht.
Jetzt wird er sich über den aufregen, weil der gerade wendet auf der Straße. Und der Christoph, der wird hinter ihm sein und sagt, mein Vater! Ich drücke nicht die Hupe. Was ist denn hier? Ich drück mich nur auf. Aber sinnbildlich würdest du die Hupe drücken. Das stimmt. Wegen der fehlenden Geduld. Ja. Boah, jetzt habe ich einen Unfall gemacht. Jetzt komme ich nicht mehr mit dir. Rampe hoch. Schon wieder ein Feuerwehrauto. Das sieht man aber sehr häufig jetzt, ne? Ja. Bestimmt wirklich ein Patch. Der Feuerwehr-Patch war das. An die Missionsbesprechung eigentlich beim letzten LP auch so lang? Welche Missionsbesprechung? Ja, das Missionsintro, der Auftrag. Ich denk mal. Aber das ist nicht so aufgefallen, weil da hast du dich ja selbst mal auf den Stuhl gestellt, was du jetzt nicht machen wirst. Denn sonst funktioniert mein Mikrofon nicht mehr. Das ist irgendwie sehr witzig. Keine Ahnung. Du hast eh nur 10 Minuten Pass gemacht, da warst du mehr damit beschäftigt, auf die Uhr zu gucken, weißt du? Da hast du immer nach 10 Minuten mal wirklich aufgehört aufzunehmen. Und ich hab einfach einmal Aufnahme stoppen und sofort wieder aufgefahren. Hast du ja mal zu mir rüber geguckt und so, und hab ich noch Zeit? Ja. Alter, boah, damals konnte man ja nur bis 11 Minuten hochladen, stimmt. Das war noch Zeit, oder? Heute geht er doch, scheiß drauf. Ja. Kommt halt ein 2-Stunden-Part. Gut, 10 Stunden lang ein hässliches Bild von mir einfügen. Das wird du würdest dafür noch positive Bewertungen kriegen. Ja. Ich glaube, das mach ich mal. Dann schreibe ich irgendwo hin, irgendwo ein Frame in diesen 10 Stunden ist ein Nacktbild von mir. Ich würd's gucken. Ich kann ja ein Nacktbild auch so geben. Okay. Freiwilligfußzelle! Moment! Das haben wir gleich. Nicht die Laterne mitnehmen, auch nicht den Baum, aber das Auto, okay. Taxi! Ich hab grad eingeparkt. Hast du gut gemacht. Dafür haben wir es mit dem Fahren, ne? Ja. Parkplatz! Oh, ich bin gerade voll gegen das Headset gekommen. Ich wette, die haben sich jetzt alle erschrocken, einfach so krusch. Sehr schön, läuft doch alles. Ja, heute 7.11., wie Dennis ja schon gesagt hat. Und. Oh, ich habe eine Lampe verloren. Ist ja eh hell, brauchst du nicht. Da lief sie. Und noch was anderes. Stoßstange. Lag noch deine Unschuld. Und Sherlock Holmes läuft zurzeit. Ich habe gerade ein Rätsel, was ich ein bisschen schlaucht, weil ich nicht wirklich weiß, wie ich es lösen soll. Ich habe da 2-3 Ideen gehabt, aber die habe ich noch nicht weiter verfolgt. Ja, ich weiß, der ist hier. Der war es alle! Du lässt echt nach! Wo ist der Killerinstinkt hier? Hast du ihn bei Mario Kart gelassen oder was? Ja! Oh, den Weg hätte es auch laufen können! Über die Straße! Hallo! Über die Straße! Mit Straßenbahn! Bei den lustigen GTA-Teilen, ne? Bei den neueren 3D-Teilen. Da sollst du in Autos dann manchmal scheißegal, ob du auf der Straße bist oder nicht. Ja, Pams! Töte den Manager, durchsuche das Hotel und töte die Hure! Guten Tag! Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Er ist im Speisesaal beim Mittagessen. Gehen Sie der ist so männlich, der Portier. Sie erkennen ihn an seinem weißen Anzug. Vielen Dank. Bitteschön. Normalerweise weiß so ein Portier immer so, ja, hallo, Monsieur. Ich suche übrigens das Mädchen auf diesem Bild. Was sind Sie? Schnüffler oder was? Wissen Sie, wo ich Sie finden kann? Was sind Sie? Schnüffler oder Sitte? Nö, habe ich noch nie gesehen. Wenn Sie auf Spaß aus sind, nehmen Sie eins von den Mädchen hier. Also, ich bin kein muss nur mit ihr reden. Wie gesagt... Noch nie gesehen. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich jetzt verabschieden. Pass auf, alter Mann. Den Ton lasse ich mir nicht bieten. Ich mir auch nicht. Und meine abgesägte Schrotflinte hier unter der Theke sagt, dass sie dich überhaupt nicht mag. Also gehst du jetzt besser. Und schön langsam. Hm. Dich merke ich mir. Danke. Ich habe gedacht, der wird... Ah, die sehen wir da aber nicht. Schade. Nee. Soll ich einen Trick machen oder soll ich den jetzt hier vorne und direkt umnieten? Was für einen Trick willst du denn machen? Ich weiß nicht, ob der jetzt... Der Matrose, der hat eine Knarre, ne? Der Wichser. Du kannst jetzt zweimal E drücken und dann rennt er weg. Das hat man davon, wenn man seine Ehre an Morello verkauft. Was ist, war da jetzt der Trick dran? Die ballern jetzt nicht auf mich. Ach so! Siehst du irgendjemand, der jetzt hier auf mich ballert? Nö. Siehst du? Das ist ja cool, wusste ich gar nicht. Aber warum rennt der weg, wenn du E drückst? Weiß ich nicht, ich hab den vorher. Ich hab quasi die Sequenz abgebrochen, den. Und jetzt? Kannst du ihn ansprechen? Ins Gesicht! Wie dumm der getroffen wird. Zang! Mundgesicht! Das hört sich immer an, wenn du furzt, wenn du dich nach vorne bewegst mit dem Stuhl. Das ist wirklich der Stuhl jetzt. Nicht so wie beim letzten Mal.
Schutzknoten, ey. Oh, oh, mit der Schrotflinte, wenn du jetzt schießt, ne? Du hast kein Gesicht mehr. Oh. So, Tür zugemacht. Komm rein, du Fixer. War da noch jemand? Da kommen noch welche. Ich muss sowieso. Ist ja auch immer sofort wissen, wo du bist, ne? Ich muss aber sowieso nochmal runter. Hallo. Oh, oh. Ei, ei, ei. Sehr schön. Ich spiele das Spiel mit 7 Schuss durch eine neue Challenge. Hä? Noch einer mit einer Schrotflinte? Zweiter. Wow! Boah, das ist noch die von dem anderen. So viel Energie ist jetzt auch nicht mehr vorhanden, ne? Nee, die anderen nicht da. So. Dass ich immer ins Gesicht schießen muss, weißt du? Damit die Frau dich nicht wiedererkennt, ne? Genau. Wo war die Röhre nochmal? Das weiß ich auch nicht. Ich bin im Hotel. Hier. Kam ich nie klar. Sehr gut. Ganz unprofessionell, ohne Schalldämpfer. Das soll eine Warnung sein. Cooler gewesen sein. Das soll eine Warnung sein, das soll auffällig sein. Achso, das war wieder eine Stunde. Was, Tom? Herzlichen Glückwunsch, Wood. Aber was machst du? Was ist denn los? Was hast du vor? Was willst du von mir? Tut mir leid, Michelle. Aber ich habe gehört, dass dein Gerede ein paar Leuten das Leben gekostet hat. Und jemand eine Menge Kohle verloren hat. Du bist eine Gefahr für uns. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Tom, warte. Ich wusste nicht, dass jemand verletzt wurde. Ich wollte meinem Bruder helfen. Ich wusste, das konnte nur mir passieren. Ein totales Desaster. Ich konnte einfach kein junges Mädchen töten. Ein junges, naives Ding, das nur seinem Bruder helfen wollte, der wahrscheinlich ein mieser Bastard war. Andererseits war es das wert, sich umlegen zu lassen? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. Lass dich nie wieder in dieser Stadt blicken. Hier darf dich niemand mehr sehen. Oh, vielen, vielen Dank. In dieser Stadt bist du tot. Hau ab und lass deinen Arsch nie wieder hier sehen. Kapiert? Ich verspreche dir, du wirst nie mehr etwas von mir hören. Ah, wir haben richtig Spaß hier in den Backen. Lass mir die 3 Liter Speichel in meinen Mund wieder reinziehen. Genau. Oh, hier, war hier was? Ja, wo ich...